Ich bumse eine Göre, die ist 9. Ich besudel die mit Bier und Samen. Same, same, same. Ach so, hallo. Ach, guten Was ist Morgen. hier los? Auch schon da, krass. Spezialausgabe? Ist irgendwas passiert die Woche? Warum haben wir Bild schon Also, wieder? jede Woche ist eine Spezialausgabe, Robin. Das stimmt. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, das war auf einmal hier. Du siehst so gewölbt aus. Ja, es ist Jahreszeit, weißt Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen angezoomt. Man sieht das, glaube ich, gar nicht, dass ich du? Nee. hier Fischei verwende. Hallo! Na, ihr Hübschens? Ich ziehe mir noch Socken an. Und dann geht's los, oder? Und Menschen auf Spotify, die sich gerade wundern, was wir hier tun, wir haben Bild auf YouTube. Also wenn ihr Bock habt, den Podcast auch zu sehen, nicht nur zu hören, dann müsst ihr zu YouTube gucken. Und wenn ihr den Podcast riechen wollt, müsst ihr herkommen zum Brennpunkt. Oh, das würde ich nicht empfehlen. Wir haben ja gestern Pokerrunde gemacht und Charlotte war da, hat getrunken und hier ist bestimmt unangenehm jetzt. Also ich rieche gar nichts. Und ich bin ein guter Riecher. Okay, Ich na habe einen dann. guten Riecher. Du kannst gut sehen, ich kann gut riechen, glaube ich. Hast du einen guten Riecher für gute Themen diese Woche? Ich glaube, Oh da ja. gab es ein paar, oder? Das Internet hat gebrannt, Alter. Nicht nur das Internet. Ich glaube, die Welt auch. Aber das Ding ist, das Geile ist ja, wir sind Brennpunkt Internet und wir sind Brennpunkt Internet auf Steroiden jetzt. Ja. Weil das, was jetzt passiert ist, wir können ja jetzt nur noch mit zynisch und sarkastisch. Ja. Wir können nicht anders. Also ich spreche fließend Zynismus und fließend sarkastisch. Die Woche, das ist ja auch unser Job, mehr oder weniger. Wir werden ja hier bezahlt von den Leuten mit ihren Views und Likes und Kommentaren, dass wir hier jede Woche die Woche rückblickend betrachten. Nee, andersrum. Satirisch rückblickend betrachten. Jetzt habe ich es. Es Ja. ist früh am Morgen, es ist Sonntag. Ja, es ist eigentlich der Chill-Tag für alle Menschen, auch für uns heute. Und auch mein Gehirn ist ein bisschen am Chill-Modus, wie man Ja. merkt. Der Podcast kommt ja heute auch verspätet, also Ist verzeihen wie es dafür, ist. aber Tinko und Minko hatten Jahrestag und Das das ist stimmt, sehr gestern, schön. genau, danke, genau, so Das ist ist es. eine sehr gute Ausrede für eine Verschiebung, finde ich. Ja, ich hätte es für euch auch gemacht, aber ich dachte, komm, einmal im Jahr. Ja. Naja, wie dem auch sei, wir werden euch die Woche so einordnen, dass ihr sie verarbeiten könnt, weil vielleicht passieren jetzt die nächsten Monate und Jahre so viele Nachrichten, die vielleicht gar nicht so schön sind, aber zusammen mit uns werdet ihr das mit einem Lächeln betrachten können. Es kann nur besser werden, würde ich sagen, oder? Naja, also aus Wochenbewertungssicht schwierig, würde ich fast sagen, aber Ich glaube, ja. als damals hier Hindenburg aus dem Balkon schaute und die Nazis gesehen hat, wie sie dann aufmarschiert sind, ach, jetzt wo Hitler Kanzler ist, kann es doch besser werden, oder? Ja. Schlimmer kann es nicht werden. Armin Laschet ist Kanzler geworden, habe ich gehört. Ja, fast. Um ein Haar. Naja, in diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tinko, Brenn, Inter, Robert. Und Ronalds gemischtes Hack. Genau. Wir möchten euch die Woche präsentieren. Um euch eine kleine Vorschau zu geben, wir reden heute über den Most Mysterious Song im Internet. Okay. Der Fall wurde nämlich geknackt. Denn ein eingeschläfertes Eichhörnchen, tut mir leid. Es geht um eine Nazi-Terrorzelle heute, über die wir auch reden werden, die aufgeflogen Die ist. Republikanische Partei? Die auch, genau, die auch. Und natürlich und aus, also nicht natürlich, also ich war völlig schockiert, diese Terrorzelle hat auch Verbindungen zur AfD. Nee. Völlig überraschend. Und die deutsche Bundesregierung wurde auch gesprengt, ja. Also dass die gelbe Lampe der Ampel ist gesprengt worden. Und wir reden natürlich auch über die USA. Da gab es nämlich eine kleine Kommunalwahl, eine unwichtige, über die müssen wir auch noch sprechen. Einfach zur Vollständigkeit. Glaube auch, Zur ja. Vollständigkeit. Aber passenderweise habe ich mich diese Woche radikalisiert. Ich habe ein bisschen indizierte Musik gehört. Aber diesmal nicht von Lanza, sondern von Ah. Slime, ja, zum Ja. Beispiel. Ich habe im Stream ein paar alte Dokus geschaut und dann erst über Zombie-Filme, die ganz schlimm sind. Mama, Papa, Zombie auf YouTube kann man sich mal angucken. Oder natürlich in meinem Stream-VOD ist noch besser. Ich habe sehr viel gelacht. Und danach habe ich noch so eine 10-Minuten-Doku über indizierte Musik gehört, geschaut. Und da war unter anderem natürlich Ärzte auch dabei, Ja. aber so ein paar Songs, die ich gar nicht kannte. Und was da passiert, hätte ich nicht erwartet. Also da geht es um, ich bumse eine Göre, die ist 9. Ich besudel die mit Bier und Samen. Ja, jeder Schlager, oder? Jeder Eigentlich. Schlager, ja. Das ist Also. auch die Roland-Kaiser-Diskografie seit den 70ern gefühlt.
Dich zu lieben, mein Verlangen, dich aber zu spüren. Aber dann halt auch mal wieder Bullenschweine, ja? Also wir wollen keine Bullenschweine und das geht einfach nach vorne. Schlafschafe. Und deswegen freue ich mich jetzt, radikalisiert in diese Woche reinzustarten. Ich habe was Ähnliches gemacht. Ich habe einen Blog gefunden, als mir langweilig war, der die schlechtesten Songs aller Zeiten bewertet und analysiert, also deutsche Songs analysiert. Und warum ist Tamagotchi von Die Ärzte mit dabei? Nee, ist er nicht. Aber es ist ein Falco-Song mit dabei tatsächlich. Okay. Und zwar Kann es Liebe sein, ein Duett mit Desiree Nosbusch, den ich singen kann. Das war, als Falco sehr erfolgreich war, ist sein zweites Album so ein bisschen gefloppt in Deutschland, also in Österreich nicht, aber überall sonst schon. Und er wollte quasi einfach, um die Verkäufe zu steigern, ein Duett aufnehmen mit einer bekannten Moderatorin. Und das Lied ist an sich ganz schön, aber da sie halt nicht singen kann, wirkt der Song halt ein bisschen, naja, aufgesetzt und so. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Eigentlich wollte ich erzählen, dass ich einen Song entdeckt habe, den ich als Kind öfter gehört habe, und zwar das Lied von Manuel. Kennst du das? Nee. Das Manuel Neuer? Nicht ganz. Es ist von der Band Manuel und das Pony oder so ähnlich. Und die haben auch nur einen Song gemacht in den 70er, 80er Jahren. Und da geht es um einen Jungen aus Kastilien, den eine Gruppe von Mädchen nicht leiden können. Die sagen halt, wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, aber mögen tun wir dich nicht. So, ne? Weil er halt irgendwie so, Migrant ist wahrscheinlich. Naja doch, es wird ja thematisiert in dem Song, ne? Ein Junge aus Kastilien und so, und sie mögen ihn nicht. Bis er eines Tages zu einer Familie geht, deren Kind schwer krank ist. Und er gibt dann ein Konzert für das Kind, um es Geld zu sammeln, damit die sich einen Arzt leisten können aus Amerika. Mhm. Und am Ende des Songs heißt es dann, wir mögen deine Stimme viel besser als bisher. Jetzt mögen wir dich sehr. Das würde ich ganz gerne in die Playlist heute reintun. Schon mal, um es vorwegzunehmen. Okay, also ein Migrant muss erst eine glorios tolle Tat machen, bevor wir ihn anerkennen. Genau, den würde ich ganz gerne reintun. Ja. Und Fun Fact am Rande, in der Band war auch Anke Engelke. Okay. Die war da im Kinderchor drin. Warte mal. Gibt's da so ein. Ist da das Foto her, wo alle sagen, Alter, die sei ja als Kind geschoben? Genau, das ist das, genau. Wo die so in der ZDF-Hitparade waren oder so, und dann grinst die so in die Kamera rein und es sieht 1:1 aus wie heute. Ja. Ja. Okay. Das zu spannenden Songs. Ja, dann müssen wir aber jetzt wirklich erstmal zum Thema der Woche kommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich insane. Und zwar, der europäische Aal ist in Deutschland zum Fisch des Jahres 2025 gekürt worden. Ich habe drauf gewartet. Ich habe schon vor 3 Jahren gedacht, es ist seine Zeit ist gekommen, weißt du, vom Aal jetzt Fisch des Jahres zu werden. Dass es doch so lange gedauert hat, weiß ich nicht, wann es gelegen haben könnte. Ja, also damals schon, als in Mario 64 dieses Aal-Level da in diesem Bottich unten. Stimmt. Da dachte ich schon, ey, der muss auf jeden Fall mal Tier des Jahres werden. Mhm. Fisch des Jahres. Tier des Jahrzehnts von mir aus. Also der hat es verdient. Und jetzt ist es endlich soweit. Also die Woche ist eine 10 von 10. Schon deswegen alleine. Jetzt können wir nur noch Themen finden, die das noch abschwächen können, so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, dass der Aal so ein bisschen im Schatten steht der zweitgrößten Tiernachricht der Woche, nämlich ein berühmtes Eichhörnchen ist eingeschläfert worden. Nein. Der Instagram-Star Peanut wurde eingeschläfert gegen den Willen der Halter, die am Boden zerstört sind. Das Tier hatte 600.000 Follower bei Instagram und war richtig niedlich. Guck mal, hier ein Foto, wie es einen Cowboy-Hut aufhat. Tot machen. Ich halte es mal in die Kamera und ich halte es hier ins Mikrofon rein zum Hören. Hm. ASMR. Oh, ich bin tot. Genau. Und es musste eingeschläfert werden, weil es nicht gehalten werden durfte. Das ist eine illegale Wildtierhaltung. Ein Eichhörnchen? Ja, okay. Das darf man nicht halten. Sag mal. In Pine City in Bundesstaat New York. Na, zum Glück werden Gesetze jetzt endlich abgeschafft in Amerika. Hoffentlich. Ja, also ist doch Arschloch. Also die Wildtiere und Eichhörnchen atmen auf, die in privater Hand sind. Hm. Denn das wurde einfach mitgenommen, beschlagnahmt und eingeschläfert. Aber warum wird das denn nicht freigelassen, sondern umgebracht? Vielleicht, weil es einmal jetzt irgendwie in Menschenhand war und so. Also wenn man jetzt quasi das überträgt, könnten ja die Amis einfach anfangen, ihre ganzen Flüchtlinge heimlich als Haustiere zu halten. Und dann kommt der Staat und schläfert die ein. Ja. Das ist nicht so abwegig jetzt, oder? Nicht wirklich. Mhm. Wird wohl einiges auf uns zukommen in den USA jetzt. Wenn das schon unter Biden passieren kann, ja, was wird dann unter Trump passieren? Kann man... Werden die Halter mit eingeschläfert? Ich muss kurz mal googeln, ob man Friedrich Merz als Haustier halten kann. Ja, also Robin, das war jetzt aber ganz schön morbide von dir und radikal. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Naja. Aber apropos nochmal zu Songs, die auch die Woche bereichert haben. Nicht nur Manuel und das Pony, sondern dann eben auch The Most Mysterious Song of the Internet wurde endlich gelöst.
Das ist ein Reddit-Post gewesen, der ist schon Jahrzehnte alt. Da hat eine Frau einen Song gefunden, nur so einen Ausschnitt auf einer Kassette und wusste nicht, wo der Song herkommt, hat den hochgeladen. Und seitdem ranken sich ganz viele Mythen um den Song, wo kommt der her, was singen die eigentlich, worum geht es. Und es gab sogar dann Cover von dem Song, ohne zu wissen, wie der eigentlich heißt. Haben den quasi erweitert und so und zu Ende gesponnen, wie der klingen könnte. Ja. Und jetzt vor wenigen Tagen, es ist eine brandheiße News, kam raus, dass der Song aus Deutschland kommt, aus Kiel, nämlich von der Band FEX, Fex. Und die sind inzwischen sehr alt, diese Männer, die den Song gemacht haben, und heißt Subrace of Your Mind. Subrace of Your Mind, und ist jetzt quasi veröffentlicht worden. Und die Band wurde nochmal neu, nicht gegründet, sondern zusammengetrommelt von dem einen Typen und haben den Song jetzt auf YouTube nochmal live performt und das Internet rastet völlig aus. Ist der denn jetzt auf Spotify, dass ich den in die Playlist reinsetze? Habe ich gerade gesucht, ist nicht drin leider. Ja. Nur die Coverversion quasi. Das echte noch nicht. Aber sie planen das nochmal irgendwie zu veröffentlichen. Ja. Habe ich gelesen. Also da will ich ganz groß, will ich sagen, das große Mysterium wurde gelöst. Ich habe davon mal vor ein, zwei Jahren auch mitbekommen, habe da so den Wikipedia-Artikel durchgelesen, dass es auch verschiedene Bands und MusikerInnen gab, die haben den Song für sich beansprucht, meinten, ja, den habe ich aufgenommen damals und so, wollten auf der Welle mitschwimmen, aber die haben alle gelogen. Schweine. Aber das ist jetzt die echte Version und der echte Song. Würde das jemand tun, ins Internet gehen und lügen? Scheint's zu geben, zumindest Musiker sind so gestrickt. Gemein. Andere machen das nicht. Wäre mir auch zu gefährlich, aber... Aber jetzt weißt du, was du machen musst. Einen Song aufnehmen und dann so einen Schnipsel in hier, ich hab da was. Wen es interessiert, ne? Der Song hat auch keine großen Wellen sonst geschlagen vorher, ne? Die haben wohl irgendwie einen Wettbewerb gewonnen im Radio, durften den dann einmal spielen. Und da hat die Person den wohl irgendwie aufgenommen und weiß halt eben nicht, von wem der Song ist, weil sie nicht zugehört hat, wer das gemacht hat früher. Die dumme Sau. Ja, echt dumm. Jetzt wissen wir es, es ist Subrace of Your Mind von Fex und vielleicht kommt er ja auch raus. Ich habe auch reingehört in den Song. Ist jetzt nichts mega Spannendes, also der Song an sich, aber ist auch jetzt nicht schlecht. Ich würde dem Song so eine 6 von 10 geben. Ist ein bisschen besser als Durchschnitt, aber auch nicht viel mehr. So die Woche? Die Woche ist ein bisschen höher, glaube ich. Ein bisschen besser als Deutschland. Ja, gut. Und zwar liegt das unter anderem daran, dass der Streamer, der Kick-Streamer, nicht, dass du wieder sagst, das ist mein Twitch-Kollege, ne? Kleidung clever kaufen bei Kick. Dann Johnny Somali. Ja. Genannt. Kennen wir alle. Den kennen wir wirklich, weil das ist der Kollege, der gleich... Ist doch kein Kollege. Aha. Das ist der... ist nicht mein Mensch, Kollege. Ach, der Kollege. Das ist der Mensch, der auch in Japan sein Unwesen getrieben hat, als ich das letzte Mal da war. Und das wirklich sehr präsentes Thema war. Und die ganzen Leute so zu mir gesagt haben, ja, aber da musst du aufpassen, jetzt auf Dächern schlafen und so. Die sind gerade hier, was Ausländer angeht, ist ein bisschen schwierig, weil da zieht einer rum und macht die ganze Zeit nur Scheiße und so. Und provoziert die Leute. Das Deutsche gar nicht nachvollziehen. Ja, provoziert die Leute und hat aber auch 1-2 aufs Maul bekommen dafür. Und der ist dann jetzt weitergereist und ist in Südkorea. Dort gibt es Leute, die ihn richtig jagen, also die sind da nicht ganz so höflich wie in Japan. Und gibt es wieder ganz viele Clips, wie er aufs Maul bekommt, weil er halt die ganze Zeit asozial ist. Und jetzt wurde ihm verboten, Südkorea zu verlassen und er könnte bis zu 10 Jahre Gefängnis bekommen. Schwierig. Nicht, weil die anderen Leute ihn gewamst haben, sondern weil er halt extrem viel, halt der macht dann Trespassing und Leute halt irgendwie harassen und so ein Shit. Und bis zu 10 Jahre, wahrscheinlich wird das wieder nicht so kommen, aber soweit ich weiß... Wer weiß, manchmal kommt es doch vor, dass die rigoros durchgreifen und ein Exempel statuieren. Ich glaube, es war Japan, ich verwechsel das jetzt, aber eins von beiden hat so eine sehr hohe Umsetzungsrate, also die Leute befassen sich quasi nur mit Lawsuits, wenn klar ist, dass das auch durchgeht, aber ich glaube, es war Japan, dass da irgendwie 98% oder so. Das ist wieder dieses Viertelwissen, von dem wir hier immer so prahlen. Aber reicht ja auch. Bitteschön. Das reicht für einen Podcast. Wir wollen uns ja immer nur so mit, also wir geben euch so Informationskrümelchen, die euch so anfixen, ja. Und wir wollen ja, dass unsere Leute hier, die uns zuhören, dass die in Eigenrecherche einfach mal gehen, ja? Dass ist so. Das ist unser aktiver Kampf gegen Fake News, deswegen wir geben immer keine ultimativen Wahrheiten raus. Wir sagen immer nur so, ja, es könnte in diese Richtung gehen. Ja, wir sind ein Impuls-Podcast. Ja. Ein Impuls-Podcast und immer reden über spannende Zeit. Genau, reden über die spannenden Themen und dann müsst ihr selber Pause drücken und googeln. Ja.
Oder in die Bibliothek gehen, geht auch. Wer auch googelt, und das sehr viel, sind die nordkoreanischen Truppen, die ja, in der Ukraine ja, einmarschiert ja, ja. sind. Aber was googeln die denn, Tino? Also erstmal, falls die es nicht wissen, im Ukraine-Russland-Konflikt, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ranken sich ja ganz viele, naja, Mythen und Geschichten, die man nicht alle verifizieren kann, aber eine, die, von der man weiß, dass sie stimmt, ist, dass Nordkorea mit hineingezogen worden ist von Russland, weil die haben wohl herbe Verluste. Herpes aber, haben die. Die haben auch Herpes, auch Herpesverluste hoffentlich, ne? Ja. Jedenfalls will Russland nicht mehr so viele Menschen aus ihren eigenen Reihen verlieren und deswegen Nordkorea angefragt und jetzt ganz viele nordkoreanische Soldaten mit in die Ukraine einmarschiert und helfen dort. Da gibt es verschiedene Berichte darüber, dass sie zum einen ihre eigenen Leute abschießen teilweise, andere sollen desertiert sein und nutzen die Chance auf Freiheit und andere wiederum sind wohl von der Pornografie völlig abgelenkt. Ne? Die haben dort nämlich zum ersten Mal in ihrem Leben Internet empfangen. Ja. Weil in Nordkorea gibt es ja kein freies Internet und so und Pornografie sei eh schwierig. Und jetzt haben die halt dort irgendwie Zugang zu Telefonen und zum World Wide Web und... Nummer eins ist, sie hören den Brennpunkt. Ja. Ne? Und Nummer zwei ist, dass sie auf Pornoseiten gehen, deswegen so abgelenkt sind und nur am Fappen sind, dass sie keinen Kopf mehr frei haben fürs Schießen. Aber nicht nur das, noch viel schlimmer als die toxische Pornografie, die sich jetzt in ihr Hinterwäldlerhirn reinladen. Die, also es gibt ein Video, wie einer erwischt wird dabei, sich TikTok-Tänze anzugucken. Und das, also da hört der Spaß auf. Ja, ja. Der sitzt, der liegt mit dem Boner nach unten ins Bett geneigt, ja. Mhm. So da. Und dann kommt sein Kollege rein oder was auch immer und er macht so ganz schnell so. Oh. Das wäre mir auch sehr peinlich. Also dann lieber Hardcore-Anscheiß-Porn gucken statt TikTok-Tänze, bitte. Die tun mir auch leid, die nordkoreanischen Soldaten, weil ich meine, die werden seit ihrer Kindheit ein Gehirn gewaschen. Es gibt ja auch jetzt Bücher von Leuten, die fliehen konnten aus Nordkorea, die halt beschreiben, dass die ja nicht mal die Weltkarte kennen teilweise. Die wissen nicht, wie die Welt draußen wirklich aussieht. Die werden ja abgeschirmt komplett. Und da wird ja auch vorher bestimmt, was die machen müssen beruflich. Du wirst Arzt, du wirst Bibliothekarin für die drei Bücher, die wir hier haben und so. Andere werden dazu beauftragt, ewiges Leben für Kim Jong-un zu erforschen und so weiter. Also ich kann das schon nachvollziehen, wenn das erwachsene Männer sind, die ihr Leben lang Gehirn gewaschen sind und haben vielleicht im Leben zwei nackte Frauen gesehen. Es ist einmal ihre Mutter und einmal irgendwie ihre Frau, die ihnen zugewiesen worden ist. Kann ich schon verstehen, dass die halt jetzt auf Pornografie so ein bisschen reinfallen. Das ist ein ganz rassistisches Weltbild, Tino, dass du so über diese Ausländer redest. Nee, ich rede über keine Vorteile, sondern über Fakten, die in Nordkorea ja bekannt sind. Ne? Das hat ja nichts mit ihrer Herkunft zu tun, dass sie so sind, wie sie sind, sondern mit der Gehirnwäsche, die in Nordkorea passiert. Wie bei uns in den deutschen Medien auch. Ja, aber es sind ja nicht alle so. Wenn ich jetzt sage, ja, der kommt hier aus Afrika und der beschneidet natürlich, seine Natürlich, es sind nie alle, aber ich kann halt nachvollziehen, wenn solche Leute erwischt werden, ne? Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Aber auch, da gibt es Berichte, dass viele auch schon gestorben sind, ne? Dass sie halt sich überhaupt nicht auskennen und es wurde wohl, habe ich glaube letzte Woche schon mal gesagt, wurde einer auch festgenommen und der hat dann vor Kamera gesagt, dass sie halt einfach nicht ausgebildet worden sind und die wissen nicht, wie sie schießen sollen und können. Also, hält das Rohr verkehrt. Die sind halt echt nur Kanonenfutter und Zeitschinder für Putin. Zeitschinder für Putin, das ist doch ein gutes Stichwort, um mal ganz kurz auf die Wahlen in den Vereinigten Staaten zu schauen. Jetzt schon, ja. Ich sitze hier auf glühenden Kohlen, das muss ja los geht's, lass uns in den Flieger steigen. Ich würde lieber auf glühendem Helmut Kohl sitzen. Ja, kann ich verstehen. Um noch mehr hier gegen Politiker... Ich bin wirklich radikalisiert, Alter. Also, ja, das ist okay. Ich weiß nicht, darf man über diesen indizierten Song so reden in der Form, oder? Darüber reden darf man bestimmt. Man darf den nicht bewerben, oder? Wie ist das? Keine Ahnung. Man darf nicht spielen, glaube ich, aber zitieren. Aber da, also, dieses ein Aufruf zur Revolte, dieses ein Aufruf zur Gewalt, das ist halt schon einfach eine Ansage. Ist ja auch sehr eindeutig. Da stehe ich nicht dahinter. Ich auch überhaupt nicht. Nur mit dem Molotow-Cocktail davor. Also, das Thema ist, ihr habt es mitbekommen, dass Donald Trump... ein ehemaliger US-Präsident wieder gewählt worden ist. Ah, ja. Echt? Und genau gegen Kamala Harris, das war die demokratische Kandidatin. BrennpunkthörerInnen wissen Bescheid. Komisch, dass das jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, passiert ist. Naja, also man muss schon sagen, dass die Umfragen, die es so gab, 50-50 waren. Ne? Die waren so ein bisschen, also viele behaupten jetzt, die seien fehlgeleitet gewesen und die deutschen Medien wären darauf reingefallen, auf diese ganze Medienpropaganda. Aber wenn du mal guckst, auf der ganzen Welt wurden ja dieselben Umfragen eigentlich geteilt, ne? Und die Umfragen waren vielleicht nicht einwandfrei. Das ist aber oft so bei Wahlumfragen, die sind nie ziemlich
nie wirklich korrekt. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass wo auch daran gelegen hat, dass halt vor allem die Leute in den Städten befragt worden sind, in den Bundesstaaten. Es gibt tausend verschiedene Sachen. Da gibt es viele, ne, aber die sich so, auf die sich so die Medien oder die größeren Medien gestützt haben, waren eben Umfragen, die halt vor allem in den Städten durchgeführt worden sind. Und Menschen in der Stadt, die wählen halt auch tendenziell mehr demokratisch. Ja, also solche, wenn es um solche Polls gibt, die haben eh schon keine Berechtigung oder keinen Kredit, sag ich mal. Weil also ein guter Poll muss natürlich einen Querschnitt durch jedwede Bevölkerungsschicht machen. Klar. Und auch Wohnort, bla bla. Aber egal. Einmal einen kurzen Schritt zurück, weil ich für mich gedacht habe, komm, heute mal nicht Brennpunkt, heute mal Stream, ich will mal hoffnungsvoll sein. Mhm. Ja. Und habe wirklich gesagt, komm, Kamala gewinnt mit 308 von Electoral College Votes. Mhm. Ist letztendlich genau andersrum gewesen, glaube ich. Es war ein Scharmützel. Ich habe es ja live im Stream verfolgt. Mhm. Hab du geschaut eine Weile. Habe mich dann um 6 hingelegt, habe gesagt, okay, es stagniert jetzt hier, aber ich believe noch, dass da Red Mirage-Szenario kommen könnte, wie 2020. Dass es erst so aussieht wie sehr rot und dann switcht das nochmal, weil halt die Briefwahl dann ausgezählt wird und die vielleicht mehr pro-demokratisch ist. Dem war nicht so. Ich habe gesagt, um 9 stelle ich mir einen Wecker und dann gucke ich so drauf und denke, ach, fuck. Und dann habe ich weiter geschlafen. Ich wollte eigentlich um 9 dann weiter streamen, aber das war mir dann nichts. Und da willst du einmal hoffnungsvoll sein. Ne? Aber der Heiland ist endlich da. Es ist passiert. Ich freue mich sehr. Er wird wirklich glorreiche Zeiten mit sich bringen. Ich habe einen ganzen Rucksack voll mit tollen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles hier thematisieren wollen. Wo wir anfangen wollen, ne? Aber ich will noch dazu sagen, ich war doch sehr überrascht von der Eindeutigkeit der Wahl. Ich meine, in meinem Umfeld waren einige, die gesagt haben, es wird Trump safe werden. Und ich war einer der wenigen, der gesagt hat, komm, auch im Brennpunkt letzte Woche habe ich auch gesagt, ich glaube, es wird Kamala Harris, aber sehr knapp. Und jetzt war es letztendlich so, dass ja Trump nicht nur die Swing States fast alle für sich gewonnen hat und die Wahlmenschen, sondern eben auch den Popular Vote. Ja. Da war ich ja völlig überrascht, dass er das auch zum ersten Mal geschafft hat, die meisten Menschen auf seine Seite zu ziehen. Das heißt, nicht nur das Wahlsystem hat ihm geholfen, sondern er hätte auch so gewonnen. Ja, das finde ich erschreckend. Das ist korrekt. Arizona wurde heute bestätigt, das heißt, er hat wirklich alle Swing States gewonnen. Mhm. Und was man aber dazu sagen muss, in totalen Zahlen hat Trump weniger Votes bekommen als 2020. Das heißt, seine Base ist gleich geblieben, beziehungsweise ist leicht schwächer geworden. Das Problem ist, dass Kamala Harris einfach mal 13 bis 14 Millionen Votes weniger hat als Joe Biden. Das heißt, es sind einfach ganz viele demokratische Wähler oder potenziell demokratische Wähler nicht wählen gegangen. Schlecht. Wie das zusammenpasst mit Record Number Turnout, was man immer wieder liest, ja, das weiß ich nicht ganz. Das ist irgendwie immer noch nicht so ganz geklärt, weil wirklich alle berichtet haben, ja, so viele Leute sind noch nie wählen gegangen. Wahrscheinlich ist es eher so, dass die Leute sehr viel Early Voting gemacht haben. Also ja. Wochen vorher konntest du in manchen Staaten halt schon und nicht insgesamt halt mehr Leute gegangen sind, augenscheinlich. Und dadurch kam es, dass Trump gewonnen hat, obwohl weniger Leute für ihn gestimmt haben als beim letzten Mal. Das wusste ich jetzt auch nicht. Und das ist spannend. Halt, also 13 Millionen Unterschied zu Joe Biden ist insane. Das ist extrem viel, aber man muss dazu sagen, dass wir Corona hatten. Corona ist ein extrem einzigartiges Event gewesen im Leben aller Menschen. Außerdem wurden die Mail-in-Ballots zu den ganzen Häusern gewotet, damit die eben nicht geschickt, damit die eben nicht in die Wahllokale gehen. Das heißt, die Leute hatten schon den Zettel da, den sie brauchen. Das lädt natürlich ein, okay, wenn er da ist, dann wähle ich halt fuck off. Und die Leute sind durch Corona, glaube ich, gezwungen gewesen, sehr viel mehr sich mit Politik und so auseinanderzusetzen. Konnten nicht machen, ne? Und deswegen war wahrscheinlich da die Wahlbeteiligung höher. Trotzdem hat halt Trump seine Basis nicht verloren. Das ist halt, also das gilt nicht für beide Seiten, was ich jetzt gesagt habe. Also kann man eigentlich sagen, dass die meisten Amerikaner eigentlich eher demokratisch wählen würden und auch schon gewählt haben, aber einfach zu wenig Menschen zur Wahl waren, die halt jetzt Kamala Harris hätten wählen können. Also eigentlich will ich mich ja nur, das machen wir dann danach, aber jetzt mal ganz kurz noch das hier in den Fakten, weil ich mich ja wirklich die letzten 8 bis 10 Jahre extrem damit beschäftigt habe, ja. Ein Experte quasi. Ich bin, nee, das wollte ich nicht sagen, aber ich bin ein leidenschaftlich Informierter, sag ich mal. Okay. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach
dass es völlig egal ist, welche Policies, sage ich mal, Trump vertritt. Der ist zum einen entertainend. Das stimmt. Zum anderen hat er diesen Ruf von, ich bin gegen das Establishment, was natürlich Quatsch ist, weil der reichste Mann der Welt ist für ihn. Also das ist Bullshit. Er ist selber Establishment. Trump. Ja. Er ist der Swamp. Und Kamala Harris hatte zwar irgendwie einen gewissen Enthusiasmus da, aber da war halt nicht dieser Entertainment-Faktor und dieser Wind of Change, den die Leute halt wollen. Also darum geht es, glaube ich, den meisten. Deswegen ist AfD auch so im Aufwind, wenn jetzt irgendwie sich eine neue extrem grüne Partei bilden würde in Deutschland, kann auch sein, dass die halt plötzlich Aufwind bekommen. Hauptsache, die sind halt gegen den Status quo. Also ich glaube, das ist so weltweit hauptsächlich das Problem. Mein Gefühl ist eher in Deutschland, dass die Leute eher Angst haben vor zu krassen Veränderungen. Dass sie immer alles so behalten wollen, wie es ist und wollen jetzt einige Sachen zurücknehmen, na klar, so diese ganze Gender-Zeug und so. Aber ich glaube, die haben eher Schiss davor, dass sich zu viel verändert. Deswegen sind ja auch die Grünen so abgefallen, weil es ja denen zu viel Veränderung war. Die sind ja relativ radikal gewesen in vielen ihren Standpunkten. Ja, weniger als ja, die sollten, sind ich auch finde. Komplett verwässert mittlerweile. Na klar, mittlerweile also. Schon, na klar. Aber die hatten ja diesen krassen Aufwind. Und da sind sie auch ein bisschen mutiger geworden, haben mehr gewollt. Da kam Fridays for Future und so, da haben die Grünen auch viel angenommen von denen, nicht genug und so, aber trotzdem einiges. Und das war mein Gefühl, einigen zu schnell und zu viel. Das ist auch das, was ich immer wieder zu hören bekomme, gerade in der Queer-Politik. Es geht den Leuten zu schnell. Das mit dem Gendern, das mit den vielen Geschlechtern, die es ja gibt und so. Die Leute kommen nicht mit. Das ist, glaube ich, hier eher so das Problem. Und die AfD kommt halt mit einfachen Konzepten. Es gibt zwei Geschlechter, es gibt keinen Klimawandel, alles ist, das ist toll, wie es ist. Das ist das Nächste, was ich ansprechen will, was einfach wichtig ist und was nicht richtig vorhanden ist. Fakten sind einfach in der heutigen Zeit nicht so wichtig wie ein Narrativ. Ja. Und das Narrativ von Trump ist, ich bin der Heiland und ich bringe euch, alles wird gut. Und es gibt natürlich ein klares Feindbild auch mit den bösen Migranten, die ihr hier alles... wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Also er hat jetzt auch nochmal bestätigt, dass er die alle deportieren möchte. Er hat ja noch nie eine konkrete Zahl gesagt, aber auch irgendwas mal so grob, ja, 10, 20 Millionen, was weiß ich. Die brauchen kein Korrektiv, ne? Das ist logistisch nicht machbar ohne Camps. Dann musst du diese Leute ins Ausland verfrachten, indem du Ausland hast, was die aufnehmen will. Und das wird auch nicht funktionieren. Selbst im Dritten Reich sollte am Anfang deportiert werden und das hat halt nicht funktioniert und wir wissen, worauf das hinausgelaufen ist, weil die sind dann halt ewig in diesen Camps. Dann wird es noch schlimmer, wenn die in diesen Camps sind. Da ist dann halt keine Hygiene, da wird dann Krankheit so und dann wollen die erst recht nicht aufnehmen. Und dann heißt es aber von der Bevölkerung, ja, wir können doch jetzt hier nicht die auf unsere Kosten da lassen. Ja, dann werden die halt ins Arbeitslager umgebaut und so führt eins zum anderen. Und wenn dann das Arbeitslager sind, ja, dann kannst du ja nicht machen. Und dann, du kannst in diesem großen Maße das nicht stemmen, die zu deportieren, ohne Menschenrechtsverletzungen. Ja, es war schon, also ich will mal dazu sagen, es war schon gewollt von den Nazis, die auch zu vernichten. Also klar, ja, am Ende. Klar gab es auch Pläne, die zu deportieren, aber die wurden doch relativ schnell verworfen. Also Hitler hat schon relativ früh gesagt, dass sie vernichtet werden müssen, die Juden. Ja, aber das war nicht der erste Plan. Weiß ich nicht, ob das... Es war nicht der erste Plan. Anyways, das kommt vom 100 ins 1000, wie gesagt. Wir wollten eigentlich davon sprechen, dass ein Narrativ nicht da ist. Und ich sage, auch in Deutschland sind die Leute Politik verdrossen, weil sie das Gefühl haben, natürlich, ja, es ändern sich Sachen blöd, aber ich glaube nicht, dass jetzt wirklich das Gendern das Hauptproblem ist, sondern so 16 Jahre Merkel, dieses Gefühl von Stagnation oder Merkel muss weg, ne? Wir kennen das ja. Aber da kommen wir gleich zu, weil Herr Christian Lindner hat uns ja noch ein kleines Paket geschnürt. Es ist eine harte Woche, Leute. Es wird sehr politisch und wenn ihr keinen Bock auf Politik habt, müsst ihr halt gemischtes Hack einschalten. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen in den Staaten bleiben. Ich bin voll happy damit. Es ist voll mein Ding. Ja, hatte ich noch was aufgeschrieben, aber das ist jetzt schon gar nicht mehr so wichtig, wie halt das quasi demokratisch abgesunken hat. Selbst New York ist von plus 23 auf plus 10. Also wenn Trump quasi 43% hatte und sie 44, ist das ein Unterschied, nur mal zur Erklärung. New Jersey ist von plus 16 auf plus 4. Also New Jersey war sehr knapp tatsächlich, was halt schon krass ist. Illinois von plus 17 auf plus 8. Also sehr viel gesunken. Und sehr viel gesunken ist auch das Niveau, denn Mr. Elon Musk ist ja jetzt ganz vorne mit dabei.
Der wird sowas wie Minister werden, glaube ich. Der wird richtig ins Kabinett nett reingeholt. Also wahrscheinlich haben wir eine schlimme Sache, die ist gerade schon so im Gespräch, dass die abgewendet werden könnte. Und zwar RFK Jr., der Kennedy, der ja auch ursprünglich Third Party war, independent angetreten ist und jetzt... Sie haben den Falschen erschossen, sagen viele Leute. Ich habe dich wirklich mit radikalisiert, ja, mit meinen Aussagen. Das sagen andere Leute, ich zitiere die nur. Das habe ich gelesen. Auf jeden Fall hat der ja dann Trump empfohlen und war dann so mit immer beim Wahlkampf dabei. Mhm. Und jetzt wird sich so leicht davon distanziert, was der Kollege sagt, weil der sollte eigentlich sowas wie Gesundheitsminister werden und der ist halt Anti-Impfung und so und hat sehr interessant. Also der gibt damit an, dass er Roadkill ist, also so umgefahrene Tiere. Mhm. Also ganz, ganz weirder Patron. Hm. Und da wird sich gerade so distanziert. Vielleicht passiert das nicht. Das wäre ja schon mal eine kleine Sache. Aber Elon Musk ist ganz vorne mit dabei. Ja. Der Supreme Court, glaube ich, hatte das damals schon geregelt, dass Money Free Speech ist. Also wenn du irgendwo Geld reinsteckst, dann ist das deine freie Meinungsäußerung. Ja, ja. Und diese Free Speech weiß Musk gut zu nutzen. Das erste oder eine der ersten Sachen, die Trump gemacht hat, ist tatsächlich mit Zelensky zu telefonieren. Genau. Und im Telefonat hat er dann Musk dazugeholt. Genau, dann hat er Hörer weitergegeben. Muss man das zu diesem Zeitpunkt sagen, der ist einfach eine Privatperson. Genau. Ja, also klar hat er große Firmen, aber der ist nicht irgendwie mit der Regierung verbandelt. Mhm. Also das wird spicy. Gerade die letzten zwei Wochen hieß es ja dann noch, kam raus, dass er auch mit Putin Kontakt hatte, also der Eulon. Mhm. Aber das Putin hat bisher nicht gratuliert dem Trump zum Wahlsieg. Ne? Nee. Es gab eine Meldung, dass Putin abwarten will, wie sich Trump macht. Also vermuten viele, dass Putin schon wollte, dass Trump Präsident wird, weil er auf jeden Fall besser als Kamala Harris für ihn ist. Aber er wollte nicht gleich ins Feld springen und gratulieren, was Zelensky schon gemacht hat. Zelensky hat gleich gratuliert, als Trump, einer der ersten sogar. Genau. Und, aber also sie hatten auch vorher schon Kontakt, Trump und Zelensky. Ich glaube, weil Zelensky auch geahnt hat, dass es auf den Sieg hinauslaufen könnte für Trump. Und erste Meldungen, ich habe so ein ukrainisches Magazin abonniert auf YouTube. Und da sind die Berichte darüber, dass die Bevölkerung in der Ukraine relativ gelassen ist, was Trumps Wahl angeht. Denn die haben die Hoffnung, dass er wirklich einen ungewöhnlichen Weg finden könnte, den Krieg zu beenden. Weil die ukrainischen Menschen einfach die Schnauze voll vom Krieg haben. Mit den hohen Verlusten, den Thronangriffen und so. Ich freue mich über das Kopium in der Welt. Das wird super, wenn der im Amt ist. Ich freue mich da wirklich drauf. Aber das finde ich halt spannend. Ich dachte ja, dass die ukrainischen Menschen halt zittern vor der Wahl und denken, fuck, ich glaub, wenn Trump an die Wahl kommt, kriegen wir gar keine Waffen mehr geliefert und gar keinen Support der USA mehr, die ja den größten Support für die Ukraine darstellen. Aber offenbar, die Meldungen, die ich gelesen habe, waren, die ukrainischen Leute sind relativ entspannt aktuell noch und hoffen, dass Trump wirklich den Krieg beendet. Abgebrüht. Weiß ich nicht. Klar, die haben einfach keinen Bock mehr. Die haben auch gerade vielleicht größere Probleme, wenn die im Schützengraben sitzen mit ihrem iPhone und dann steht da Trump, weißt du, und da drüben schießt aber einer auf dich vielleicht dann wieder. Nee, ich glaube, das ist das Problem, was sie haben. Ne? Also es wirkt sich ja auf die aus ganz konkret. Es ist ja nicht so, dass sie sagen können, es ist doch uns egal, wer in den USA regiert. Also Tino, es ging nur darum, dass wenn du gerade wirklich im Schützengraben sitzt, dass du größere physische Probleme hast. Ja, nee, die haben ja nicht die Menschen an der Front gefragt. Das geht ja eher um die Menschen, die halt irgendwie... Das war doch nur der Versuch eines Gags. Ach so. Okay. Aber jetzt nicht ist schief gegangen. Entschuldige ich mich für, das nehme ist voll ich wieder okay. zurück. Es ist voll okay. So. Viele republikanische Think-Tanks und Bots haben jetzt auch schon durchlaufen lassen. Also Matt Walsh zum Beispiel hat das gesagt und Steve Bannon, der jetzt ja auch wiederkommt, der ursprünglich schon verhaftet wurde. Jetzt da Trump gewonnen hat, können wir ja eigentlich zugeben, dass Project 2025 eigentlich schon die Agenda war. Das gab also, wohl jetzt wenn auch schon. Wenn Porn gebannt wird, dann kommt der Bürgerkrieg, den MCM. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Porn illegalisieren in den USA. Ich meine, diese ganzen Incels wählen doch auch alle Trump. Ja, auch dann, die brauchen das doch. Auch dann möchte ich dich erleuchten, wie das genau aussehen wird. Es wird passieren, aber es wird halt nicht umgesetzt. Es wird nur verwendet dafür zu sagen, dass zum Beispiel alles, was trans ist, alles, was LGBTQ ist, als intrinsisch Porn oder pornografisch gilt und dann werden diese Leute verfolgt. Aber Pornhub und so dürfen bestehen bleiben, wenn die heterosexuell sind. Ja, weil sonst revoltiert die Bevölkerung. Ach so, ist auch klug. Das ist meine Nostradamus
Analyse. Nee, es gab wohl auch noch, kurz nachdem die Wahl gelaufen war, sind wohl viele SMS verschickt worden an schwarze Leute in den USA, an Studierende, an Jugendliche, Berufstätige, quer durchs Land. Und da standen Sachen drin, die sehr rassistisch waren. Zum Beispiel, sie seien ausgewählt worden, Baumwolle auf einer Plantage zu pflücken und sollten sich bereithalten, von den Sklavenhaltern abgeholt zu werden. Offenbar fühlen sich jetzt die rechten und rassistischen Menschen wieder sicherer, solche Aktionen durchzuziehen. Aber Trump sagt, er hat damit nichts zu tun und bedauert diesen Vorfall. Aber ich glaube, dass solche radikalen Kräfte, das haben wir auch in Deutschland gerade erlebt, ne, da können wir auch noch dazu kommen, dass die sich jetzt auch bestätigt fühlen und offener ihre Gesinnung zeigen, weil sie wissen, dass sie jetzt an der Macht jemanden haben, der jetzt nicht ganz so krass antirassistisch ist, ne? Ja, Paris Climate Agreement will er auch wieder raus, war zu erwarten, hat er aber jetzt nochmal bestätigt. Und nicht nur das, gab auch noch irgendwie, dass er Naturschutzgebiete möchte er verkleinern bis abschaffen, um Erdölbohrungen freizumachen. Und möchte die Umweltschutzbehörde EPA aus Washington vertreiben. Also es gibt ja wirklich auch, ich weiß gar nicht, ob Theorie noch das richtige Wort ist, aber das Konzept eines Accelerationists, quasi Leute, die die Klimakatastrophe bewusst beschleunigen wollen. Und der Vergleich kommt daher, dass wenn du jetzt zum Beispiel Krebs hast, dass du möglichst früh gegen den vorgehst, weil es schlimmer ist, wenn du es spät machst. Ja. Und die Idee ist halt, wenn die Erde möglichst schnell gefickt wird für die Menschheit. Ne? Nochmal klares Narrativ bitte hier. Die Erde überlebt das, aber die Menschheit ist halt so ein bisschen on the brink of nicht. Und wenn du das halt besonders früh machst, hast du halt eher die Gelegenheit, als wenn es später kommt, irgendwie noch was rauszumachen. Aber ich believe da nicht so ganz dran, dass das die bessere Alternative ist, als das abzufedern. Ja, aber das ist den nicht erzählen. Es könnte halt sein, dass zum Beispiel Elon Musk ein solcher ist. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was er gemacht hat. Irgendwas wieder war auch, der will die Federal Reserve soll irgendwie, weiß ich gerade nicht, habe es mir nicht aufgeschrieben. So, und das würde dafür sorgen, dass der Dollar halt sinkt und aber wahrscheinlich Kryptowährung wieder hochgeht. Wenn die, da bin ich wirklich nicht genug drin, aber wenn die Fed halt irgendwie scheiße, nee, also das mein 32. Wissen kann ich da jetzt nicht, aber beschäftigt euch selber damit. Aber das kann halt schon sein, dass das, der ist ja eh ständig hier mit irgendwelchen Theorien und der Post-Human und sowas, ja. Vielleicht ist das auch seine Weltanschauung, also das kannst du ja vergessen, dass Elon Musk nicht an die Klimakrise glaubt. So, der ist ja trotzdem, selbst er hat in diesem Gespräch auf Twitter mit Trump damals vor ein paar Monaten gesagt, ja, also Klimakrise gibt's schon. Und kann aber sein, dass er sich sagt, naja, dann beschleunigen wir den Scheiß halt möglichst. Und das ist doch Comicbook-artig, wenn du sagst, wir machen, klar ist das. Wir machen hier Naturschutzgebiete weg, um da Ölbohrungen zu machen. Ja, das ist wie aus diesem Film Idiocracy, weißt du? Es ist real geworden, nur dass der Mensch im Weißen Haus nicht schwarz ist, sondern dass es halt Trump ist. Das ist so der einzige Unterschied. Und ich habe auch was gelesen davon, dass wohl J.D. Vance, der Vizepräsident von Trump, ins B, also sind sie ja noch nicht, dass sie auch schon der EU gedroht haben, weil die EU ja auch Sanktionen gegen Twitter verhängen will, weil die ja die Meinungsfreiheit so einschränken. Und da hat wohl Vance schon gesagt, wenn die EU damit nicht aufhört, dann wollen sie mit Konsequenzen für die NATO und so drohen. Also es ist schon richtig, richtig dystopisch, dass der reichste Mann der Welt jetzt so eine Macht doch zusätzlich hat, dass sein bester Buddy im Weißen Haus sitzt. Von wegen Anti-Establishment. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wer da wen in der Tasche hat letztendlich. Also ob die sich gleich... Gegenseitig, glaube ich. Aber ich glaube halt eigentlich, dass er so ein bisschen, dass Musk tatsächlich die Überhand hat, weil er hat Starlink, er hat Twitter. Der hat halt schon irgendwie gewisse Instanzen, die irgendwie, klar hat Trump die Präsidentschaftskandidatur, ja, das ist nichts, aber nicht nichts. Das ist nichts, aber, ist gar nichts. Aber trotzdem, also das ist schon, also wenn Musk jetzt plötzlich wieder 180 machen würde. Wäre witzig. Aber das ist alles Spekulation. Was nicht Spekulation ist, ist, dass ein neuer Trend jetzt entstanden ist, und zwar nicht entstanden, sondern übernommen wurde aus Südkorea, und zwar der 4B-Trend, das Movement. Und 4B, da war ich früher auch in der Grundschule. Witzig. War das nicht diese Corona-Maßnahme oder sowas? Das weiß ich nicht.
Ach so, nee, Aktion T4. Ja, T4, nicht B4. Nein, du weißt es, egal. Ja, ja. So, und das steht nämlich für Bihon, Bishulsan, Bione und Bisekseu. Ich habe kein Koreanisch, sorry. Das merkt man gar nicht. Habe ich gebutschert. Und zwar, dass die keine Hochzeit mehr machen, kein Kind mehr bekommen, keine Romance und keine Sexual Relationships. Das ist so ein Trend aus Südkorea, weil also Südkorea hat, glaube ich, mittlerweile weltweit die geringste Geburtenrate von allen. Mhm. Und die sagen halt jetzt, ja, okay, wenn ihr meinen Körper kontrollieren wollt, ja, dann bin ich raus aus der ganzen Nummer, lasst mich in Ruhe. Ah, ja. Ihr kriegt keinen Sex mehr von mir. Natürlich wird sich jetzt auf der republikanisch-konservativen Seite gehässig drüber lustig gemacht. Ach, das ist doch alles, was wir wollten, weil wenn ihr keinen Sex mehr habt, dann macht ihr auch keine Abtreibung mehr. Das ist doch super. Also ich weiß nicht, ob der Plan in diesem Sinne so aufgeht. Ist ein Bluff. Aber ist, ja, also wenn, ja, wenn, die werden sich dann die Frauen halt nehmen. Also es gab auch jetzt schon einige Leute, die sich drüber lustig gemacht haben. Und ich glaube, das war auch, wie heißt der Typ mit den Groypers? So ein, der ist offen rechtsradikal und Nazi. Höcke. Der, nee, oh, ich komme nicht auf den Namen. Der hat mit Alex Jones geredet, ob Hitler geil war. Und Alex Jones war die Seite der Vernunft. Oh. Aber ich weiß gerade leider nicht, wer es war. Ich komme nicht auf den Namen. Aber seine Anhänger heißen Groypers. Ich finde es euch raus. Auf jeden Fall hat der ein Video gemacht. Haha, jetzt hat Trump gewonnen. Obwohl der vorher nicht mehr für Trump war, weil der nicht radikal genug war für ihn. Und jetzt aber hat er aber gesagt, Harris, your body, my choice. Hahaha. Also richtig ist auch, mies. Ist gehässig. Auch ein Trend gerade. Ne? Your body, my choice. Habe ich auch noch aufgeschrieben. Dass jetzt ganz viele Männer unter Frauenpostings bei Threads, bei Twitter, bei Facebook und so weiter, Instagram, kommentieren, your body, my choice. Geh zurück in die Küche und solche Geschichten. Das hat wohl auf X jetzt... Nick Fuentes. Kenne ich nicht. Der hat es gesagt. Hat wohl in den letzten 24 Stunden nach der Wahl hat es wohl um bis zu 4.600% zugenommen, die Erwähnung dieses Satzes auf Twitter. Also Frauenfeindlichkeit ist auch wieder auf dem Vormarsch und ich bin gespannt, wie lange Frauen noch wählen dürfen in den USA. Nicht nur in den eigenen Körper auch zur Wahl zu gehen. Wobei ja Trump eh gesagt hat, man muss nach ihm nie wieder wählen gehen. Also das halte ich für unwahrscheinlich, dass es wirklich keine nächste Wahl gibt, aber sie wird halt gerickt werden. Da bin ich mir relativ sicher, dass die halt vorher wie wollen die ganz Demokraten viele Leute das denn schaffen, auswechseln. Robin? Wollen die Demokraten das denn schaffen? Nee. Ja, also jetzt haben natürlich auch alle gesagt, haha, jetzt habt ihr verloren, too big to rick oder so. Und das ergibt einfach auch keinen Sinn. Okay, Joe Biden wurde durch Wahlfälschung reingewählt und dieses Mal haben sie einfach vergessen, das zu machen? Oder? Dumm gelaufen, das haben sich verzählt. Das haben sich verzählt. Mhm. Und das wäre jetzt zu auffällig gewesen, nochmal verlieren zu lassen. Ja. Deswegen werden sie erst die nächste Wahl wieder ricken, weißt du? Wahrscheinlich. So wird es sein. Aber auch eine gute Nachricht aus den USA würde ich ganz gerne vortragen, nämlich gab es wohl Erfolge für Abtreibungsbefürworter in den USA. Und zwar, ich muss ganz kurz mal nachlesen, weil es wieder ist schon eine Weile her, wo ich es rausgesucht habe. Bei zeitgleich mit der US-Präsidentschaftswahl abgehaltenen Referenden haben die Bürgerinnen in mehreren Bundesstaaten für liberales Abstimmungsrecht gestimmt. In Missouri wurde etwa eine der landesweit drakonischsten Gesetzgebungen gegen Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Dort sind bislang sogar Abbrüche in Fällen von Inzest und Vergewaltigung verboten. Ja. Das heißt, das ist erstmal eine gute Nachricht, aber ich frage mich, wie lange es erst anhalten wird nach der Trump-Wahl. Auf der nächsten Ebene ist es einfach degeneriert, weil die haben in vielen Staaten gegen das gestimmt und dann für die Partei die Abtreibung will und wahrscheinlich auch ein National Abortion Ban durchdrücken wird, so auch in Project 2025 vorgesehen. Wie dem auch sei, wir sollten wirklich langsam mal zum Herrn Lindner kommen, weil der hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt. Wir fliegen zurück im Flieger nach Deutschland, nämlich gab es auch im Segelflieger. Im Segelflieger, wir können uns nicht leisten, glaube ich. Nee, wir wollen keine CO2-Bilanz hochdrücken. Ach so, ja. Das macht Trump jetzt schon genug. Und besser auch keine Fallschirmspringer für FDP-Vorsitzende. Ist auch keine gute Idee. Nämlich war es nicht sogar am Wahltag oder einen Tag danach? Nee, am Wahltag, also als klar war, Trump gewinnt, man ist ja morgens aufgewacht und hat das gesehen. Und an diesem Morgen sind Dinge passiert. Denn Herr Lindner hat sich ein kleines Papier zusammengeschrieben. Mhm. Und dieses Papier wurde von Wirtschaftsprofessoren als eine Farce eingestuft. Und was war da drin? Oder eigentlich ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir wollen es vielleicht gar nicht so groß machen. Aber das sind Details, Robin. Dafür sind wir nicht bekannt. Passiert ist, dass Olaf Scholz... Es war ein Vorschlag für die Zukunft, der nichts mit irgendwas zu tun hat, was irgendwie mit der Ampel
kombinierbar wäre. Also ja. Man muss das sehen, in der Ampel ist ja die FDP auch die kleinste Partei. Ja. Mittlerweile erst recht, weil die ja jetzt irgendwie bei Umfragen bei 3-5% oder sowas sind. Wie bei der Straßenampel das unwichtigste Licht eigentlich. Genau, und dann wird da ein Papier verfasst, mit dem es heißt, hier, guck mal, das hier, wir kommen keinen Zentimeter auf euch zu, das wollen wir. So. Wer zu Fuß geht, braucht kein Gelb bei der Ampel. Das ist meine Meinung. Ich bin nicht der Experte, das einzuschätzen, aber wurde ich gesagt, schon, dass da halt so 80er-Jahre Wirtschaftstheorie reinfließt, die halt längst nicht mehr aktuell ist. So. Ja, anyways. Es ist passiert, dass Olaf Scholz hat dann dieses Papier jedenfalls nicht gut gefunden und hat Christian Lindner gefeuert als Finanzminister und hat damit, kann man sagen, auch die Auflösung der Regierung provoziert, weil es ist ja klar, dass die FDP nicht sagen wird, ach schade, nehmen wir halt den nächsten nach Lindner, mal gucken, wie wir ihn dann auch noch haben. Die Ampel in die Fußgängerampel verwandelt. Genau, nämlich ist danach die FDP geschlossen zurückgetreten aus ihren Ministerposten und Ministerinnenposten und aus der Regierung ausgetreten. Oh, außer einer, nämlich Wissing, der Verkehrsminister, der hat nämlich gesagt, ah, fuck drauf, ich bleibe einfach im Amt und verlasse auch die FDP. Ne, gerade der, ich will nicht beleidigen, aber gerade er muss ausgerechnet da drinnen bleiben, der nicht gerade bekannt ist für sonderlich gute Verkehrspolitik. Und lass lieber Scheuer wieder ran. Jetzt, ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Minderheitsregierung im Bundestag und Scholz will daraufhin die Vertrauensfrage stellen im Januar, um geordnete Neuwahlen zu ermöglichen. Aber die Opposition und am lautesten schreit dann natürlich auch die CDU und CSU und Merz, die wollen nämlich sofortigen Rücktritt und sofortige Neuwahlen haben. Was sie aber vergessen ist, dass Weihnachten vor der Tür steht. Das heißt, wenn jetzt die Vertrauensfrage gestellt wird und jetzt die Wahlen quasi auf den Weg gebracht werden, müssen die Menschen vom Amt über Weihnachten hinaus diesen ganzen Scheiß vorbereiten. Auch die ganzen kleineren Parteien müssen quasi Versammlungen organisieren, sie müssen Unterschriften sammeln und so. Aber das funktioniert nicht so schnell. Stell dir doch mal vor, wie geil das wäre. Es ist Weihnachtszeit und statt Lichterketten überall Wahlplakate. Oh nee, bitte nicht. Das wäre so geil. In der Stadt, wenn da diese komischen Sterne so von der Seite runterhängen, einfach so großen Armin Laschet links und rechts. Das wäre so geil. Oh, wir machen so eine Coca-Cola-Tour, weißt du, in so roten Weihnachtsmützen und fahren mit Trucks durch die Städte und verteilen Wahlgeschenke. Was die meisten vergessen ist, dass wenn das passieren sollte, dass wir jetzt Wahlen über Weihnachten haben oder kurz nach Weihnachten haben, werden wir jetzt immer Wahlen in die Weihnachtszeit haben, weil es immer 4 Jahre dauert, außer halt die Koalition zerbricht, wie jetzt gerade passiert. Deswegen macht es total gar keinen Sinn, jetzt Neuwahlen zu machen. Ich finde es voll okay zu sagen, komm, jetzt kommt Weihnachten, lass erstmal chillen. Die Vertrauensfrage kommt ja auch im Januar und Neuwahlen kommen ja auch, aber nicht jetzt. Also ich als kommt die Judenfrage auch? Die kommt, wird später gestellt wahrscheinlich, wenn die AfD dann bei 80% ist. Ich glaube, als Mensch, der auch in der Politik war, der diese ganzen Systeme kennt, es macht gar keinen Bock, im Winter Unterschriften zu sammeln und diese ganze Scheiße zu machen. Ja, Leute, gut, aber wenn das im März ist, ist es jetzt auch noch nicht so warm. Ja, aber besser als jetzt in die Weihnachtszeit, wenn du anderes zu tun hast. Ja. Na gut. So. Deswegen bin ich ein bisschen dagegen, das jetzt zu machen. Neuwahlen, okay, aber die FDP hat sich damit ihr eigenes Grab geschaufelt, denn die werden verlieren. Also die sind nicht bei 5%, also werden die auch danach nicht sein. Die haben vielleicht die Hoffnung, dass sie wieder so einen Aufschwung kriegen, wie nach den Jamaika. Was war das gerade für ein Hitlergruß? Wir haben ein Video überweist. Das war so eine Welle. Ich habe so eine Welle gemacht. Damals, als die Jamaika-Koalitionsgespräche von der FDP gesprengt worden sind, hat die FDP auf einmal auch einen Aufschwung bekommen, weil alle dachten, boah, geil, die kämpfen für ihre Werte und so, ich will jetzt die FDP. Aber das wird dieses Mal ausbleiben, weil die FDP ist einfach nur am Boden und da wird sie auch bleiben. Ja, also nochmal ganz kurz zurück, weil das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, es ging ja auch um die große, große Schuldenbremse. Genau, um die Haushaltslücke, die es gibt. Lindner hat in seinem Stuntman, wie MCM sagen würde, gesagt, das kann er nicht mit sich vereinbaren, weil das würde seinen Amtseid brechen. Ich bin ja mehr in der amerikanischen Politik, aber inwiefern bricht das den Amtseid, wenn man die Schuldenbremse aussetzt? Nicht, oder? Also, ich glaube auch nicht, nee. Es geht ja gerade darum, eigentlich um die Frage, haben wir gerade eine Krise oder nicht? Und in Krisenzeiten kann die Schuldenbremse ja ausgesetzt werden. Ja, aber Sie können es begründen damit, man geht ja in den Eid ein, dass man das Beste fürs Volk will. Und die Schuldenbremse ist vielleicht nicht das Beste fürs Volk, weil so kann man das kann ja, man aber dann würde ich, ist das Beste dann fürs würde Volk. Ich halt die Folgefrage stellen, Herr Lindner, finden Sie, dass wir gerade eine Krise haben mit einem Krieg in Europa zum Beispiel? Ja. Ist das keine Krise?
und dem Ausklingen der Pandemie, die ja immer noch ausklingt. Ne? Also auch jetzt noch Folgen erkennbar in der Wirtschaft, in der Gesundheit, das darf man ja nicht vergessen. Deutschlands frechster Arbeitsloser. Christian Lindner. Ja. Wir brauchen dich nicht mehr. Geh weg, Lindner. Ja, also der Spott im Netz darüber ist auf jeden Fall ein bisschen eine Katharsis gewesen, sag ich mal, im Verhältnis zu der Nachricht, dass Trump gewinnt. War das ist das Brennpunkt-Vokabular, was du gerade benutzt, Katharsis? Katharsis. Ist doch kein Brennpunkt-Vokabular, ist doch viel zu kompliziert. Ich bin jetzt gebildet. Muss jetzt den Gegenpol zur Rhetorik von Trump bilden. Dachte zu mir. Ja, auch das, ja. Ja, jedenfalls gibt es in den USA einen neuen Präsidenten und wir haben keine Bundesregierung mehr in der Mehrheit. Wir haben jetzt eine GmbH. Kann man sagen, oder eine, nee, es ist eher eine GbR. Okay. Eine GbR, wenn du mich fragst, als Wirtschaftsexperten. Und was noch passiert ist, ja, ich habe es angekündigt, nämlich ist wieder eine rechte Terrorzelle aufgeflogen, die sogenannte, Zelle in Deutschland ist rechts jetzt, ja. Ist echt so, tatsächlich. Also ich kenne wenige linke Terrorzellen, außer die RAF, aber die sind ja nicht mehr existent so richtig. Die sächsischen Separatisten sind aufgeflogen. Es gab eine Razzia und da wurden verschiedene junge Leute, ich glaube fast nur Männer, wurden festgenommen, weil sie geplant haben, mit Waffengewalt das System zu stürzen, man kennt es. Und Klassiker. Noch andere Sachen. Überlegt euch mal was anderes. Wenn ihr es schafft, mit Löffeln das System zu stürzen, dann hebe ich die Hände hoch und sage, okay, ja, point taken, ja. Nehmt mich. Aber nicht so. Und wenig überraschend ist, dass es Verbindungen zum dritten Weg gibt, ne? Also eine sehr rechtsradikale Partei. Was aber für alle, also es fiel echt so aus den blauen Wolken heraus, ja. Damit konnte keiner rechnen. Unter den Verhafteten waren noch AfD-Abgeordnete. Wolken sind nicht blau. Ja, aber aus dem blauen Himmel, keine Ahnung. Aus der blauen Partei raus. Für mich sind die blau, wenn die sich aufladen und am Regenwasser in sich drin. Ist egal, jedenfalls ist der Schatzmeister der Jungen Alternativen Sachsen. Gollum. Verhaftet, ja genau, mein Schatz wurde verhaftet und auch also viele haben danach geschrieben, ja, der ist gar nicht in der AfD, der ist doch nur bei der JA. Falsch, er ist auch AfD-Stadtrat und Gemeinderat und auch weitere Leute aus der AfD sind quasi mit verhaftet worden und es gibt noch ein Foto, wie Höcke mit diesen Leuten auf einem Foto zu finden, wie er posiert. Also es ist schon wieder ein Punkt mehr Richtung AfD-Verbot, glaube ich, das wird die AfD gerade richtig nerven, solche Sachen. Das ist eine Unannehmlichkeit. Man kann sich ja aus vielem rausreden, aber das finde ich halt schwierig, wenn so aktive AfD-Kader und Abgeordnete halt in solche Sachen verwickelt sind. Weil ja auch laut Gauland hat die AfD ja auch nur integere Persönlichkeiten in ihren Reihen. Dann ist ja offenbar dieser Mensch auch integer als Rechtsterrorist. Ja, in Tega Woods ist ein Golfspieler und ich möchte bitte jetzt noch meine Überleitung von vorhin ein bisschen einlochen. Boah, war das erzwungen. Find ich gut. Die Judenfrage wurde nämlich in den Niederlanden gestellt. Genau, ja. Da wurden Juden verfolgt, aber das klingt natürlich sehr hart. Ich möchte das ein klein wenig einordnen. Und verharmlosen. Ja, also es ist nicht aus den, wie du sagst, blauen Wolken gefallen, diese Verfolgung. Die hat vielleicht Gründe. Es ist Sonntagmorgen. warte, wo habe ich es? Genau, also es gab ein Fußballspiel, Maccabi gegen... ganz schön Maccabi. Das ist nicht Maccabi, es ist Maccabi. Ajax. Weißt du? Ajax Amsterdam gegen Maccabi Israel. Israel Maccabi, keine Ahnung. Die haben gegeneinander gespielt. So, und also israelische Fans haben am Mittwoch palästinische Flaggen in einem Stadtzentrum runtergerissen und haben so Taxifahrer angegriffen. Ob jetzt die Taxifahrer irgendwie einer bestimmten Bevölkerung, Religion, whatever angehören, weiß ich gerade nicht, ist auch egal. Und dann gab es einen Gegenmob gegen diese Maccabi-Fans und da gab es so ein bisschen Raufhändel, sag ich mal. So. Gerangel ein bisschen. Und daraufhin ist dann am Tag danach, nach dem Match, was dann war, was relativ Friedrich Verlauf. Friedrich. Alter, Friedrich war gestern hier. Alter, Friedlich. Friedlich? Friedlich verlaufen ist, 5:0 für Ajax Amsterdam. Wurden danach aber vorm Hotel von den Maccabi-Fans quasi Leute versammelt. Und das waren hauptsächlich arabische Leute und halt diese Taxifahrer. Und die haben dann gezielt diese Leute durch die Stadt gejagt. Also eine Gegenreaktion quasi. Ja, halt, also das. Es ist natürlich trotzdem richtig scheiße.
Es ist nicht aus. Also, wenn ich mir das jetzt überlege, ja. So. Wenn, ja, aber warum ist denn den, also den natürlich gleichen ist Menschen? Das, natürlich ist das dann antisemitisch und wird auch so bezeichnet, ja. Weil die suchen sich halt gezielt Juden jetzt, um sie zu verfolgen. Die Frage ist, waren das wirklich die gleichen wie in der Nacht davor? Genau. Kann man wahrscheinlich nicht genau sagen. So, und, aber dann überlege ich mir wiederum, wenn das jetzt Erfurter und Jena-Fans wären, weißt du, und die Jena-Fans haben jetzt gestern irgendwie Scheiße gebaut mit Taxifahrern, was weiß ich, und dann werden am nächsten Tag von den Erfurtern und Jenaer verfolgt, ist das genauso scheiße, aber wir würden jetzt nicht sagen, das sind halt, also dass das es hätte halt nicht diesen Antisemitus-Anstrich. Ja, eben, weißt du, man kann ja nicht vergleichen, Fan von einem Club zu sein und also es ist nicht ganz klar, man kann denen nicht die Intention unterstellen, dass sie die jetzt nur verfolgt haben, weil das eben Juden sind oder weil die halt Fans oder halt von diesem Fußballclub sind. So, was man sagen kann, ist halt, dass die Juden die palästinensischen Flaggen, die nichts mit diesem Spiel zu tun haben, runtergerissen haben. Aber es ist trotzdem scheiße. Ist ja auch keine feine englische Art, das erstmal zu machen, ne? Aber es ist noch viel unenglischer, wenn man am nächsten Tag dann random Leute verfolgt, so als Stellvertreter quasi, als Sündenböcke, die dann da verfolgt. Das wäre auch bei Jena Erfurt scheiße, ne? Das will ich nochmal festhalten. Es ist immer scheiße prinzipiell, aber das ist ja nicht die Judenverfolgung gut reden. Nee, aber es hat immer nochmal ein anderes Geschmäckle, wenn das jetzt jüdische Menschen betrifft. Das muss man dazu sagen. Vor allem ist es wieder so ein Teil von, die Menschen scheinen nicht trennen zu können zwischen Israelis und jüdischen Menschen. Das sind ja völlig verschiedene Sachen nochmal, ne? Ja. Großer Spaß. Bist du durch mit deinem Zeug, oder Nee, ich habe noch ein paar Themen. Eins für mich, ein für mich sehr wichtiges, was auch schon in der Oase diskutiert worden ist, in die man sich reinkaufen kann, wenn man dein Patreon-Supporter man ist. Man kauft sich da nicht rein. Ich bedanke euch mit dem Zugang, wenn ihr auf Patreon $3 gibt. Und ich glaube, Dollar ist immer noch günstiger als Euro. Das war die Finanzamt-Antwort, ne? Genau. Okay, verstehe ich. Nämlich habe ich gepostet, dass der Rammstein-Keyboarder Flake ein Weihnachtsalbum veröffentlicht, wo er auch ganz süß in die Kamera guckt als Kind. Ich halte es mal ins Mikrofon in die Kamera rein, ne? Wenn man da jetzt reinzoomen kann, keine Ahnung, googelt selber. Jedenfalls, Flake feiert Weihnachten und ich dachte, spannend, hätte mich vor 2-3 Jahren übelst gehypt. Ich hätte gedacht, boah, geil, Alter, ich bin Flake-Fan, der macht tolle Musik. Aber nachdem auch ihm vorgeworfen ist, mindestens ein Mädchen missbraucht zu haben, wurde ihm vorgeworfen, ich sage nicht, dass er es gemacht hat, wird ihm vorgeworfen, ist da ein Geschmäckle bei mir, dass ich den nicht mehr supporten will, solange er sich nicht davon ernsthaft distanzieren kann. Jedenfalls sehe ich dann die Tracklist mit Leuten. Ja, aber Moment, wenn er jetzt für dich sagt, ich distanziere mich davon, dann ist okay. Nee, oder wenn er sagt, ich war es nicht? Oder also was müsste er machen? Also ich finde, sie haben schon verkackt, Rammstein. Ja. Schon in dem Fall, an dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, sie klagen alle weg, die was gegen sie sagen. Das war schon der falsche Umgang. Ich sag bis heute, hätten die frühzeitig angefangen, das aufzuarbeiten öffentlich und hätten sich entschuldigt und hätten gesagt, ey, wir wollen das untersuchen und wir sammeln jetzt irgendwie eure Fälle und so, schreibt uns Briefe, E-Mails, Nachrichten und so. Bärenfell, Schafsfell. Ja, auch das. Das wäre okay gewesen, weißt du? Schickt mir uns eure Schafsfälle und so. Im Wolfspelz, macht das gerne, aber dass sie ja jeden weggeklagt haben und haben sich nicht so richtig geäußert, also nicht eindeutig, haben sie verkackt für mich. Das war so der Punkt, wo ich sagte, okay. Also Flake hätte sagen müssen, ich habe keine Fotzen kennengelernt. Ja, er hätte sagen können, da ist nichts dran und so, aber ich höre mir das gerne an und treffe mich mit der Person, um das aufzuklären und so. Da hätte ich gesagt, okay, dann will er, ist er daran interessiert, das aufzuarbeiten, aufzuklären. Aber ist ja alles nicht passiert. Die haben sich ja verdächtig aus der Affäre gezogen. Ist das sein echter Vorname eigentlich, Flake? Nee, er ist Christian Lorenz, weil er jetzt aussieht wie Flake. Richtiger Scheißname. Weil er aussieht wie Flake von Vicky und die starken Männer, heißt er Flake. Richtiger Scheißname. Oder wie auch manche YouTuber sagen, Flake. Aber er heißt Flake. Jedenfalls, ich habe auch seine Bücher gelesen. Ist egal. Oder dann denke ich mir, was sehen meine Augen da? Captain Peng ist dabei. Doro Pesch, Joey Kelly. Alles so Leute, wo Joey Kelly ist bei jedem Event dabei. Ja, ich bitte dich. Oder auch Knorkator, auch sehr enttäuschend. Aber was uns dann betrifft, ist Track Nummer 5. Süßer die Glocken nie klingen mit Farin Urlaub. Nein. Das heißt, Farin Urlaub, ja, der Sänger von die Erbse, die sich jetzt auch noch lustig gemacht hat über diese ganzen Rammstein-Geschichten und so, wo man dachte, okay, der hat das Herz am rechten Fleck und guck ein bisschen, wie man arbeitet und so weiter.
ignoriert offensichtlich die Skandale der letzten zwei Jahre oder zwei, drei Jahre und arbeitet mit Flake zusammen. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, er guckt da schon sehr genau hin, mit wem er da arbeitet. Und jetzt nehme ich angeblich ihm die Grundrechte weg, dem Flake, wie Anna in der Oase sagte, weil ich das nicht gut finde. Aber ich finde das schon komisch. Also wundert mich ein bisschen. Und würde gerne wissen, was Bela dazu sagt, weil der ist ja schon sehr in der Richtung Feminismus und so und Antitäterschutz. Und das nicht, das finde ich ein bisschen komisch, dass er das macht, Farin. Also, er kann es machen. Ich bin in der glücklichen Position, dass mir zum einen Weihnachten scheißegal ist. Nee, nicht. Das ist natürlich sehr stark formuliert, aber weißt du, wie ich es meine? Mhm. Und zum anderen dieser Typ auch scheißegal ist. Also ich habe überhaupt keinen Bedarf, dass es mir ist Hitler auch egal. Deswegen, wenn Leute Hakenkreuz tragen, juckt mich einfach nicht. Ist mir egal. Ah ja, das ist jetzt hier Godwin's der Law oder Post-Law. Genau. Eins von beidem. Der Hitler-Vergleich, der irgendwann kommen muss. Naja, ich wollte es schon mal vorwegnehmen. Genau. Und deswegen ist mir das relativ. Aber ich habe halt in dieser ganzen Debatte eher den Till Schweiger von Rammstein eher als die Täterfigur gesehen, deswegen mit dem Rest habe ich mich nicht beschäftigt. Und der Typ, Till Schweiger vorher als Rammstein-Sänger. Ja, das war witzig, ne? Du hast mich. Finde ich witzig. Zwei Ohrküken, zwei Ohrküken, Titten. Und dann jeder Beat exakt gleich. Nein, das stimmt auch nicht. Musikalisch ist egal. Ist egal. Ach, willst du die jetzt verteidigen? Nur musikalisch. Diese Sexualstraftäter alle durch die Bank. Nur musikalisch, das hast du jetzt gesagt. Und nur musikalisch, nicht inhaltlich. Also, mein Gott, also bei ihm gibt es eine Accusation, ja? Also die ich jetzt kenne. Ne? Also man weiß natürlich nicht, inwiefern die von diesen Row Zero-Sachen von Till wussten. Aber erstens, er hält zu Till weiterhin so in diesen Best Buddies, nach all den Geschichten. Und eben dieser eine Vorfall, wo sich ein Mädchen, was sie in ihr Strandhaus genommen haben sollen, sich als minderjährig geoutet hat, hat er trotzdem, als sie ihn einschlief, soll er sie vergewaltigt haben. Das ist der Vorwurf, der ihm gemacht wird. Mhm. Okay. Das ist nicht in Ordnung, wenn du mich fragst. Ja, aber Till der Vernünftige, der dann gegangen ist. Ich habe da keine 50 Cent drin, ich interessiere mich nicht für, aber ich verstehe natürlich, dass du erschüttert bist. Dann ja. Fahre in Urlaub, da sich nicht distanziert, aber ja. Und es gab dann auch. Also, ich möchte trotzdem nochmal Jörg Kachelmann in den Raum werfen. Er selbst sagt, er will dann nicht mal in Verbindung gebracht werden damit. Klar war sein Fall mal einer, wo die Frau die Täterin war und so, aber auch er sagt: Fickt euch, sage ich an alle, die mich im Namen mit Lindemann. Ach, nehmen, nee, ich gehe, also bei Till Lindemann, da rede ich gar nicht, aber es geht mir für, also ich habe da auch einen kleinen Bias, weil der halt aussieht wie so ein, mir fällt kein guter Vergleich ein, aber wie jemand, der gar nicht irgendwas macht. Ja. Aber ich bin auch überhaupt nicht in dieser Band drin. Guckst du keine True Crime Krimis, heißt es nicht immer, er war so unauffällig und so, wir hätten das nie von ihm gedacht. Ja. Ist doch in 80% der Fälle so. Aber halt, er sieht halt auch aus, als würde 90% der Frauen den einfach aus der Rüstung boxen. Wenn der ja, irgendwas aber, macht, was die nicht wollen. Ja, aber die war minderjährig und der war halt schon in seinen 30ern oder so, weißt du? Ich will den auch gar nicht verteidigen, ich bin halt da nicht in der Lore drin. Nee, ich höre mir den Scheiß nicht an, ich brauche keinen Weihnachten, mach weg. Ja, jedenfalls war ich da sehr überrascht und werde mir den Song auf jeden Fall anhören trotzdem. Aha. Ich höre ihn mir an. Keine Prinzipien. Ich höre ihn mir an, werde ihn hier dann auch auseinandernehmen und zerreißen und dann werde ich ihn aus meiner Playlist verbannen. Aber ich werde mal reinhören, ich finde es an sich ganz süß, dass Farin Urlaub so einen Weihnachtssong macht. Aber warum denn mit Flake? Ich würde halt wirklich an dieser Stelle nicht so weit gehen und sagen, dass Farin sich da irgendwie schuldig macht. Das ist uncool, aber es ist nicht. Ich würde nicht so weit gehen, dass es irgendwie Täterschutz oder sonst was ist. Ah, ich schon ein bisschen. Okay. Ich finde, legitimiert schon solche Personen damit. Aber ist egal. Ich nehme jetzt einfach mal Flakes Grundrechte, also, indem ich halten sage. Halten wir fest, wenn das juristisch fest bestätigt ist, dass das passiert ist. Definitiv gehe ich. Das braucht es für mich eigentlich nicht. Also gerade diese Row Zero-Geschichten, auch wenn das nicht strafbar war, was er gemacht hat mit der Row Zero, war es einfach menschenverachtend, wenn der Flake irgendwie nicht die Eier hat und sagt, wenn das echt passiert ist, dann guck mal, das geht halt über drei Ecken, was du aufmachst. So, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn ich in der Band bin
mit jemandem, bei dem rauskommt, er hat halt einfach so ein frauenfeindliches System bei seinem Konzert aufgebaut, will ich mit dem nicht in der Band spielen, das betrifft mich ganz direkt. Ja, aber das, Farin Urlaub ist ja die nächste Ecke, da ist ein Typ, der hat was gemacht, was vielleicht nicht strafrechtlich relevant ist, aber halt unmoralisch, dann ist ein Typ, der sich davon nicht distanziert und dann ist da ein weiterer Typ, der sich von dem Typ, der sich nicht distanziert, nicht distanziert. Ja klar, aber das ist auch trotzdem eine Aussage, wenn du mit so einer Person arbeitest. Ich meine, er hat ja auch seine Radioshow verloren und irgendein Tatort. Ich sag nicht, dass es cool ist, aber es ist... Ich auch nicht. Ich verstehe auch deine Emotions. Ich find's auch nicht cool, ehrlich gesagt. Aber ich habe weniger Investment da drin, also insgesamt. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht für mich das Thema der Woche. Wenn das bestätigt wäre, wäre ich voll auf deiner Seite. So ist es halt so, ich halt mich ein bisschen oder bin... Weiß ich nicht. Es bestimmt auch nicht mein Leben. Und ich weine jetzt nicht deswegen, weil Farin das macht. Aber ich finde, dass wie heißt das? Ich höre nicht nochmal, ich wollte es gerade sagen, Peanut gestorben ist. Ja, finde ich schlimmer, das ist viel schlimmer. Finde ich schlimmer als das. Aber trotzdem, als überzeugter Farin-Urlaub-Fan, der dachte irgendwie, der guckt nicht so. Aber der Typ ist halt offline 100% seiner Zeit. Der ist überhaupt nicht in diesen Themen drin, Alter. Er wird das trotzdem wissen. Na, das wird so mal irgendwie, Rammstein, mal gucken. Egal, wir sind über die Zeit hier nur. Ich will wenigstens nochmal sagen, ich gebe unseren Fans ein paar Minuten mehr, okay? Die Overwatch Voice Actress wurde harassed in einem Flug von X nach Y, Amerika, in einem WestJet-Flieger. Von Till Lindemann, oder? Von Till Lindemann in der Row Zero. Die hat ganz vorne gesessen und wurde dann weg. Und der Pilot war fast in Urlaub und hat einfach zugeguckt. Ja. So. Nein, die wurde von ihrem Banknachbarn hinten in den Rücken getreten, also der Stuhl immer wieder. Und dann ist die Stewardess gekommen, hat die aber angefuckt und hat die dann wegsetzen müssen. Und sie hat sich beschwert, dass der Typ hinter ihr gesagt hat, fuck off, und sie hat das wörtlich zitiert und dann hat die Stewardess gesagt, du fluchst hier, ja, und dann hat sie ein Video davon gemacht, hat ja übelst viele Follower, weil Overwatch ist ein großes Ding, und das geht gerade viral. So, das wollte ich jetzt wenigstens nochmal erwähnen. Jetzt können wir bitte der Woche mindestens 9 geben. Ich würde wirklich 9 sagen. Ich war schon bei 9,5, aber dann habe ich mir überlegt, Trump könnte noch so viele batshit crazy Dinge machen im Amt, ohne den Weltkrieg zu starten. Da müssen wir uns die 9,5 noch aufheben. Aber findest du nicht, dass wir auch irgendwann sagen können, wir geben mal eine 11 von 10, wenn es so richtig krass ist? Wir haben am Anfang gesagt, dritter Weltkrieg ist die 10 von 10. Und dann ist es ja nicht mal eine 9, was jetzt passiert ist. Dann doch. Ist es ja. Also gemessen an Lindner Weltkrieg und Trump an einem Tag, da ging ein Ruck durch Deutschland. Also gemessen an Weltkrieg, finde ich, sind auch die beiden Sachen vielleicht eine 7. Nee. Dann machst du unsere ganze Skala kaputt. Naja, aber die war schon kaputt. Die ist schon corrupted. Nein. Aber ich gebe einer 9 gerne mit. Sehr schön. Ich wiederhole für die Playlist nochmal, Manuel und Pony heißt die Band. Die haben auch nur diesen einen Song gemacht, das Lied von Manuel, großartiger Banger. Ja. Kann man hören. Mach mal irgendeinen Song von Slime rein, der halt da ist. Oder sind die überhaupt? Wahrscheinlich sind die gar nicht auf Dings. Oh, bei Slime könnte ich auch eine eigene Podcast machen, sage ich dir. Alter. Die sind auch ja, oder wahrscheinlich nicht nur Bullenschweine einfach zensiert haben sie bestimmt. Sie wollen wieder schießen dürfen, das ist ein guter Song. Ja, dann mach den, komm. Wir brauchen jetzt Radikalisierung. Ich habe die auch mal live gesehen. Gespaltenes Land. Wir brauchen noch mehr Spaltung, los. Ja, aber auch bei Slime gibt es auch Sachen so, die haben ja sich von den Sängern getrennt, der ja auch sehr schwierig ist und so. Ah, habe ich den jetzt indirekt supportet? Jetzt ein bisschen, Ja, ich muss mich von dir distanzieren. Alle, die jetzt mit Truppe noch Sachen machen, sind für mich Täterschützer und ich nehme ihnen ihre Grundrechte weg. Ich wusste das genauso wenig wie Farin Urlaub. Ja, aber es ist was anderes, jemanden eine Playlist zu tun, als mit jemandem Musik zu machen. Na gut. Und das mit Rammstein war ja wohl in allen Büchern drin, die Farin auch lesen wird. Oder Magazinen. Anyways. Also du wusstest echt, Farin fast gecancelt worden ist schon vorher, weil rauskam, dass er mit einem ganz jungen Mädchen eine Affäre hatte. Wann jetzt gerade? Das kam vor einem Vierteljahr oder so raus, nämlich hatte er mit Jenny Elvers wohl eine Affäre und da war sie noch... Jenny Elvers? Das ist so eine... Ist sie nicht selber mittlerweile 50? Na klar, aber die war damals 16 und er war schon irgendwie Ende 20 oder sogar 30, oder auf jeden Fall Ende 20 mindestens und er ist dann in ihr Kinderzimmer gezogen. Wirklich, die haben zusammen in ihrem Kinderzimmer gewohnt. Witzig. Und das also ist mit ihren Eltern zu Hause oder was? Und der kam echt. Aber davon. War die mit 16 schon irgendwie berühmt oder sowas? Nee, kam später. Okay. Also die waren zusammen, sie war 16, er war schon Ende 20 oder so und ja. Okay, wer ist denn Jenny Elvers? Da habe ich gezittert, dachte, fuck, nicht, dass jetzt auch noch der Farin rauskommt. Aber ja, das waren andere Zeiten. Ich glaube sogar Pornodarstellerin, oder? 52 und der ist geboren, glaube ich, 62, also ist er 10 Jahre älter. Mhm. Er war Ende 20, genau, mit Ende 20. Das fanden viele problematisch. Sie selbst nicht, aber... 26 ist Mitte 20. Jetzt wollen wir mal den... Ja, sie haben es in dem Podcast, den ich gehört habe, gesagt, er war so Mitte, Ende 20.
Jedenfalls war es haarscharf. Ich dachte, fuck, nicht, das ist jetzt auch noch irgendwie. Ach, das ist haarscharf, ja? Ja, das... Wenn das jetzt Till macht, Vielleicht war sie auch haarscharf, weißt du? Deswegen hat er ja vielleicht, auch mit... Aha, das ist jetzt eine Legitimierung, ja? Wenn die gut aussieht... Nee, ist es nicht. Natürlich nicht. Wascht euch, Leute. Wascht euch die Ohren, damit ihr das alles weghören könnt, was hier gerade an Scheiße passiert ist. Und es wird spannend bis Januar, Alter, bis Trump an der Macht ist. Nächste Woche empfängt ja auch Biden dann Trump im Weißen Haus. Da hätte ich gar keinen Bock drauf, Alter, ohne Scheiß. Biden wird sich gerade so irgendwie schämen und sich denken, Scheiße. Biden hat jetzt nochmal die Wege freigemacht für, oh, warte, was hat er? Irgendwas, was bis jetzt nicht erlaubt war, in die Ukraine zu senden? Direkte Truppenunterstützung oder so. Fuck, das wäre krass. Irgend sowas. Echt? Das wäre krass. Um halt zu gucken, dass jetzt in den letzten Monaten nochmal der Weg freigemacht wird für noch mehr Support, aber googelt es selber. Oder jetzt, wir beiden, bis Trump an die Macht kommt, noch den Krieg ganz schnell gewinnen für die Ukraine. So ein Blitzkrieg. Naja, also ich wäre dafür, dass Zelensky jetzt so einen kleinen Terrortrupp ausbildet, so einen kleinen Spionageeinsatz macht, in Moskau einmarschiert und die Stadt von innen einfach gewinnt und dann fertig. Naja, Ukraine, sie schießt ja auch schon Drohnen nach Moskau, also es ist schon mehr als nur verteidigen geworden. Beziehungsweise es ist ja auch eine Art von Verteidigung, irgendwie in ihre Infrastrukturen zu greifen. Ja, wir kommen von einem zum nächsten. Wascht euch, Leute. Ich mach den Weg frei jetzt für, sie ausschaltet. Ach, hier auch noch, genau. Ich bin mega müde, ich bin völlig kaputt von dem Podcast. Schönes Video, ja. Wir geben alles für euch. Gewöhnlich an das Gefühl, wenn Trump im Amt ist, in 3 Monaten, huiuiui, jede Woche ausgelaugt. Gar kein Bock. Aufwachen, ins Internet gucken, was ist jetzt wieder passiert. Für 4 Jahre mindestens. Da muss ich mir gar nicht mehr vorbereiten. Ich mache einfach nur morgens mein Instagram auf, mein Facebook und hab die Themen schon für eine ganze Folge. Ja. Naja gut, bis bald. Wascht euch, die Musik ist zu laut. Ah, meine Ohren. Ich geh jetzt hier schlafen direkt. Tschüss. Tschüss. Jetzt musst du so ein Weichzeichenfilter machen, weil es die Milch nicht wird.